Habe nur 2, noch was eingestellt. Esslangen, so habe ich noch genug Platz für andere Sachen, weißt du, darum geht es mir halt. War ganz, ganz wichtig. Dass man, auch wenn man, sage ich mal, 3 MB Upload hat, nicht 3 MB Upload einstellt, sondern noch Karenz für TeamSpeak, Game und Co. lässt, weißt du, das ist ganz wichtig, mir ist das nicht. Wie gesagt, es klingt alles komplizierter, als es wirklich ist. Jetzt ist die Frage, was hast du denn? Ach, du hast zwei. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Alles klar. Ich merke langsam meine Müdigkeit. Setzt auch ein. Du hast 2,52 eingestellt. Das langt. Volle Kanne. Moin, Setman, grüß dich. Das langt. Das langt. Du hast 500 Kilobit für TeamSpeak und Co. Das langt vollkommen, glaub es mir. Da damals so ein Chimpanse hieß der, glaube ich. Er hat so ein tolles Video dazu gemacht, wie man das Ganze einstellt. Und das habe ich mir halt behalten. Und nach dem Schema fahre ich auch die ganze Zeit. Weiß halt nur, dass ich damals. Ich habe 2 MB Upload gehabt. Zu wenig eingestellt und es hat nicht funktioniert. Und habe das nach dem Schema halt gemacht. Keine Ahnung, wo es hingeht. Ich fahre jetzt diese Tour hier noch, Setman. Ich habe vorhin noch Paladins gespielt, neues Game. Heute ist so die große Testphase. Weißt du, ob mein Rechner das wieder mitmacht nach den Updates oder halt nicht. Bisher funktioniert alles super, auch mit Aufnahmen und so weiter. Das ist einfach nur so zum Ausklinken noch. Weißt du, ich werde jetzt gleich die Fahrt hier noch abgeben. Und dann war es erstmal mit Streamen. Dann werde ich hier noch ein bisschen zurechtschnippeln, dass ich die folgenden direkt Sonntagnacht hochladen kann, dass die Woche auch wieder versorgt ist. Ich habe alles zum Thema Streamen von YouTuber Tufi. Tufi natürlich. Tufi ist der, wo ich mir die ganzen Bots eingestellt habe. Tufi macht das auch super, super simpel. Ich weiß gar nicht, dass. Das, der war das auch, der mir erklärt, wie ich das Quicksync einstellte. Natürlich hat er es über Windows 7 gemacht und auch erklärt, wie er das simuliert und was weiß ich nicht was, aber halt wirklich nach Kindheitserklärung. Also, das hätte jedes Kind hinbekommen. Bei Windows 10 ist es ein bisschen einfacher. Du brauchst dieses Simulieren nicht. Man braucht nur Quicksync einstellen. Der Rest läuft. Du brauchst es nicht. Ich werde schon richtig unkonzentriert. Ich bin fast in den Gegenverkehr gerade da gebrettert. Also ich finde auch geil, dass Tufi wieder anfängt jetzt mit den ganzen Tutorials und so weiter. Eine Zeit lang Pause gehabt. Er hat vor kurzem das Video gemacht und erklärt, warum, weshalb und was es jetzt anders wird und dies und das. Und ich finde es gut. Ich finde es gut, wie er es macht. Und ich hoffe, der behält es dabei. Also Tufi erklärt es wirklich auf leichten Wege zur perfekten und richtigen Einstellung für die Systeme. Finde ich geil. So habe ich meinen ersten Punktebot eingestellt. Ultimate Twitch Bot war das damals. Das habe ich auch von ihm. Jetzt bin ich halt über den, was Sölle mir als Tipp gegeben hat, weil ich da halt diese FX-Effekte mit einbinden kann. Ja, Aneko, normalerweise schon. Aber leider Gottes gibt es immer noch Leute, die es dann nicht hinbekommen, trotz einfacher Erklärung. So blöd es klingt, aber es ist wirklich so. Weil gerade auch das Quicksync, ne, über Windows 7 hat das so simpel erklärt. Aber trotzdem ist das komplex, weil du musst das wirklich im BIOS aktivieren bei Windows 7 und das hast du bei Windows 8 und Windows 10 halt gar nicht mehr. Das Problem. Alles funktioniert auf Anhieb. Also ich habe da wirklich keinerlei Probleme. Angkor bin ich jetzt erst. Da habe ich, wie gesagt, durch Hölle.
wegen diesen FX-Effekten. Das war halt für mich interessant. Ich habe halt lange überlegt, Deepbot oder ein anderer Bot. Und da hat er gesagt, ja, nehm doch den. Und der hat halt die Möglichkeiten. Ich konnte die Punkte übertragen von diesem Ultimate Twitch-Bot. Und ja, diese FX-Effekte halt übertragen. Ne? Sag ich zum Beispiel Ausrufezeichen Dummy. Ich weiß gar nicht, ob es mit Doppel-M geschrieben ist oder nicht. Oder Ausrufezeichen Applaus ist es, glaube ich. Oder Ausrufezeichen Jubel. Das sind halt die beiden Effekte, die ich halt probeweise reingestellt habe. Und so ein bisschen zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und es ist eigentlich ganz simpel. Man muss halt nur diese Soundeffekte auf dem Rechner haben. Und die Befehle halt eingeben. Man kann auch eingeben, wer sie eingeben darf. Punktsystem, wegen Rang und dies und das. Da weiß ich aber noch nicht genau. Braucht halt nur die Zeit und die Geduld, sich da ja mit auseinanderzusetzen. Dann versteht man das, keine Ahnung. Casino. Oh, so ein fetter Donut, das wäre es jetzt ehrlich, ist voll Bock drauf. Was? Kein 3S-Blick? Was? Wie wo? Ach so, kein Schulterblick und so, ja. Ja. Ich lebe im Risiko. Ich bin gerade schon unkonzentriert. Ich habe eben schon eine lange Fahrt hinter mir. Wie gesagt, ich werde jetzt auch die Fahrt noch abgeben und dann soll der Test für heute abgeschlossen sein. Was ich morgen mache, weiß ich nicht. Ob ich vielleicht nochmal streame oder nur aufnehme. Weil ich muss jetzt so ein bisschen am Laufen halten und die Zeit ein bisschen einteilen. Ist aber, dass du für Zeit hast, was? Ja, super, dann kann ich das auch direkt mit dem Stream. Ja, Nico, wie gesagt, das dauert nicht lange. Das können wir gerne machen. Das soll nicht das Problem sein. Was? Sollte man für die Bots nicht auch einen Server haben? Nicht wirklich. Tato, es gibt Bots, die auf Server laufen können. Es gibt aber Bots, wo dein PC als Server fungiert. Das heißt, es wird alles am Punktesystem und so weiter in einer Textdatei gespeichert. Ja, Vollmüllen, du musst dir natürlich begrenzt in die Schrankenweise, sag ich mal. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier diese Antwort ist so eingestellt, du kannst es über diese Google-Speicherung laufen lassen, Google Cloud, wie das heißt. Dann wird da eine Textdatei zugemüllt. Der Rest ist eigentlich egal. Am ATS gefällt mir, sagen Sie mal, wenn die Stärke sind. Das finde ich auch geil hier an ATS. Das Problem bei ATS, was ich halt nur sehe, ist durch das Add-on, was jetzt hier... Lass mich rüber. Okay. Das Add-on, was jetzt hier mit an den Start ging, ja, vieles kleiner gehalten wurde. Das heißt, du hast die Amitrax, die richtig groß, Wendekreis und so weiter, benötigen. Hast aber manchmal Einfahrten, wo du dich einfach nur verkabbelst und das geht gar nicht mehr klar. Das ist eins, was mich ankotzt. Ansonsten finde ich es eigentlich recht geil. Kommt aufs Game an, Nico. Wie gesagt, ich bin, was Dual Streams angeht, sowieso nie abgeneigt. Ich bin sogar dankbar dafür, wenn man Leute dabei hat, mit denen man noch parallel labern kann. Und
und auch nichts dagegen haben, wenn ich das auch als Aufnahme benutze oder sonstiges. Aber wie gesagt, das mit den Einstellungen können wir machen. Und dann gucken wir mal, je nachdem, was du halt vorhast zu streamen, können wir da gerne drüber sprechen. Ich muss mir unbedingt irgendwann mal noch so ein Lenkrad fürs Game hier holen, definitiv. Joypad ist zwar schon geil, aber so auf längere Sicht sind die Simulatoren mit Lenkrad, denke ich mal, einfach besser. Kann man sagen, was man will. Muss zwar erstmal ein günstiges herhalten, aber hey. Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang muss. Ey, das ist ja total irreführende Straßenführung hier. Können wir da mal gucken, Nico, auf jeden Fall. Hab heute sogar überlegt, noch läuft ja der Attack of the B-Team Server bei mir. Der läuft jetzt in 30 Tagen, ist es glaube ich, aus. Den als 7 Days umzuschreiben, weil ich jetzt schon Bock habe, 7 Days zu zocken. Na, und Problem ist halt, ich will das nicht auf Singleplayer machen, das ist halt blöd, weißt du. Jetzt da bis darauf das Wochenende warten, habe ich auch nicht Bock. Wie gesagt, ich mag halt nicht ins gemachte Nest dann zu platzen. Andere sind schon voll weit, weil sie früher angefangen haben. Du bist halt der Idiot, der irgendwie hinterherzieht. Und das mag ich halt gar nicht irgendwie. Das stimmt allerdings. Minecraft. Ja, da können wir mal gucken. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es um den Server von Hölle halt steht. Ich weiß halt nur, dass er halt am Dienstag streamt. Oder es steht noch nicht fest, dass er am Dienstag streamt, wegen ihrem Arm. Es wohl aber auch so sein soll, wenn ihr Streamabend dann ist, erst dann der Server dann irgendwann bereitsteht. Das wird im Laufe der Woche sein. Und deswegen, ich will aber nicht so lange warten. Ich wurde schon so oft von meinen Zuschauern angehauen, als Privatnachricht, auch von YouTube her, wie es so aussieht. Ich will halt nicht der Typ sein, der hinterher joint, weißt du, das ist das Problem. Aber ich auch bei ETS lustig finde, wenn die KI beobachtet. Wow. Tja, da sagst du was, Olaf, da sagst du was. Das ist so oft, wo ich mich drüber aufrege dann. Boah, Heid und Sieg, erinnere mich bloß nicht dran, ey. Ich weiß noch, Tadu war der Sack. Heid und Sieg. Ich denke mir, du hast das geilste Versteck, ja, der mich immer gefunden hat. Und irgendwann hatte ich irgendwie nur noch gedacht, so, er guckt heimlich meinen Stream. Wir haben immer gesagt, das Stream muss aus sein, weil es wäre unfair und sonstiges. Und ich habe immer gedacht, weil er mich so schnell gefunden hat, er guckt heimlich den Stream. Dann habe ich mich irgendwo hingestellt, aber so, dass der Blick nicht verraten konnte, wo ich praktisch bin. Und trotzdem hat der Sack mich jedes Mal gefunden. Jedes Mal. Alter, was geht hier ab? Was ist euer fucking Problem, ey? Ich bin richtig ins Bremsen hier. Also Rust, wie gesagt, richtig abgeneigt und 7 Days sowieso. Auf 7 Days, wir warten schon so Ewigkeiten auf die Alpha 15. Wobei, ja, schon öfters auch die Andeutung gemacht wurde von anderen Kreisen, von Om und so weiter. Also wenn sich das bewahrheiten würde, so von wegen, ja, kommst auf unseren Server, ich glaube, ich wäre dabei, also hätte ich voll Bock drauf, mit dem Team Om und so weiter loszuziehen.